Gut, so, also ich erzähle jetzt ein bisschen was über Datenaufbereitung mit Tabellenkalkulationsprogrammen. Also ich mache das in Calc, die Datenaufbereitung, genau, und ich ergänze vor allem Beschreibungen. Und dann braucht man natürlich, also das braucht man also mal die Daten, dazu kann man sich so abfragen, habe ich da schon erstellt mal. Und hier habe ich jetzt so allgemeine Abfragen zu vor allem geografischen Projekten, einmal hier zu aktuell zu Flüssen und Siedlungen. Da kann ich jetzt mal ein Beispiel von so einer Abfrage mal zeigen. Hier dann, wenn ich hier Kolumbien oder sowas mache, jetzt hoffe ich, dass dann noch nichts. Genau, und dann, also das ist eine Abfrage, in der man sich alle Datenobjekte anzeigen lassen, die jetzt in dem Fall keine deutsche Beschreibung haben. Genau, und dann hat man hier halt das Ergebnis. Und das tue ich dann halt eben als CSV exportieren. Dann öffne ich das mit Calc. Dann. Genau, und dann in Calc tue ich dann eigentlich noch, halt tue ich das dann so weit vorbereiten, dass ich es dann mit Quick Statements hochladen kann. Ja, genau. Also, und hier muss ich dann erstmal, ich brauche hier nur die Q-Nummer, also deswegen hier mit der ist gleich Teil kann man das machen. Da kann man sich dann also entsprechend den Teil nehmen. Also zuerst gibt man die Zelle an, von dem man den Text haben möchte. Dann die 32 ist, also ab dem 32. Zeichen möchte man den Text haben und 9, weil man möchte 9 Zeichen haben, weil aktuell haben die Q-Nummern sind ja praktisch, es gibt ja auch so 60, bei Q61 Millionen ist das mir gerade. Das heißt, die sind 60. Das sind achtstellige Zahlen, bloß noch die Q, der Buchstaben Q, also dann 9 Stellen, deswegen die 9, ja, genau. Und wenn man das dann hat, dann kann man das halt runterkopieren und dann macht man hier noch ja, genau, und dann macht man halt eben, dann gibt man halt danach dann noch die Beschreibung an, die man wählen möchte, und dann eben kann man das Ganze verketten, dann hat man, dann kann man das halt auch wieder runterkopieren, dann noch oben drauf schreiben, halt was man für eine Sprache hat, und dann kann man das eigentlich auch schon relativ schnell in Quick Statements hochladen. Dann gibt es noch so Sonderfälle, dass manchmal hat man ja nicht immer die gleiche Beschreibung. Und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man halt dass man das sich dann das zuordnet, dass man es anhand von einem Kriterium zuordnet. Dazu gibt es den S-Verweis. Ja, genau, und das zeige ich mal kurz anhand einem Beispiel. Also, dass wenn man hier halt verschiedene Staaten beispielsweise hätte oder so, dann ist es so, dass, oder da nutze ich es vor allem, dass wenn ich verschiedene Staaten habe, dann, und weil ja nicht, weil die Staaten, also beispielsweise Türkei ist so ein Fall, das heißt ja nicht in, also das ist nicht eine Siedlung in Türkei, sondern in der Türkei, also das ist eine Sonderform, weil der Artikel von der Türkei, also das grammatikalische Geschlecht ein anderes ist, genau. Und das sind dann noch so Sonderformen. Für sowas eignet sich der S-Verweis. Und dafür muss man einmal dann.
wenn ich jetzt eben verschiedene Staaten hätte, dann kann man das eben halt, oder halt auch verschiedene andere Kriterien, muss man halt überlegen, nach was möchte man suchen. Dann ist es halt so, dass man dann halt hier, dann kann man also sagen, ich möchte jetzt nach, in dem Fall jetzt, was ich in Spalte E befindet, hier suchen und das, ich möchte nach dem, was ich in Zelle E2 in den Spalten I besuche. Genau, also dann schreibt man das so, das heißt, in dem Fall suche ich jetzt nach dem, was sich in der Zelle E2 befindet, in der Spalte, in den Spalten I und J, oder ich suche eigentlich nach dem in der Spalte I und lasse mir dann das zurückgeben, was sich in der Spalte J befindet, und das 0 am Ende, das bedeutet, dass es eine komplette Übereinstimmung geben soll. Ja, genau. Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Funktionen. Dann gibt es noch manchmal, wenn man sich nur einen Teil davon oder halt wenn man nach was suchen will, dann kann man das gleich finden, kann man sich dann das Zeichen, ab dem das beginnt, zum Beispiel anzeigen lassen oder halt das Verketten, das ist wichtig, ja, genau. Und dann eigentlich, was noch manchmal ganz hilfreich sein kann, ist die Funktion Text in Spalten, die findet man hier, da kann man dann nämlich, ja, mach ich mal zurück. Ja, Daten hier. Dann hier, genau, und das ist auch eine ganz hilfreiche Sache, eben das Text in Spalten, die Funktion, damit kann man dann auch Sachen wieder auftrennen, wenn man was nochmal anders darstellen möchte. Genau, ja, das sind eigentlich so die Funktionen, die ich hauptsächlich nutze. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich gerade noch eine vergessen, die ich sonst viel benutze, aber das würde ich sagen, sind so die Funktionen, die ich am meisten nutze, und damit, wenn man die kombiniert, dann kann man eigentlich Daten relativ schnell aufbereiten. Ja, genau. Das war's. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dann gerne auf mich zukommen, dann kann ich euch helfen vielleicht, oder ja, oder vielleicht. Ich freue mich auch, wenn ich noch andere Sachen lerne, wenn ihr noch was anderes kennt, dann ja.